Zehntausende von Frauen werden gegen ihren Willen zur Prostitution gezwungen. Mit diesem Video startet die UNO eine Aufklärungskampagne gegen Frauenhandel in über 30 Ländern. Telefonnummern werden angegeben, wo man um Hilfe bitten kann. Zum Beispiel bei La Strada in Chișinău, Moldawien. 7 Tage in der Woche und rund um die Uhr ist diese Organisation zu erreichen. Seit ihrer Eröffnung im September 2001 wurden über 7000 Anrufe registriert. Moldawien ist eines der ärmsten früheren sowjetischen Länder. Deswegen haben Menschenhändler ein leichtes Spiel. A lot of people migrate abroad to find a well-paid job. Viele Leute gehen weg, um einen gut bezahlten Job zu finden. Leider ist diese Situation gut für Frauenhändler. Sie verkaufen ihre Beute für nichts, für 10 Dollar und transportieren die Mädchen illegal via Rumänien über die Grenzen ins restliche Europa. Diese Frau brauchte Geld für Medizin und wollte nur für einige Zeit eine Arbeitsstelle als Serviererin in Italien annehmen. 3 Jahre lang blieb sie weg, gezwungenermaßen. Sie wurde 7-mal verkauft. Ich wurde nach Bosnien und nicht nach Italien gebracht. Zum Sex wurde ich gezwungen. Ich wurde eingesperrt. Mein Pass wurde mir weggenommen. Ich dachte nur an meine Kinder. So habe ich alles über mich ergehen lassen. Die heute 30-Jährige nimmt uns mit zu ihren Eltern in eines der zahlreichen kleinen Dörfer in Moldawien. Es gibt kein fließendes Wasser, kein Bad und das auf den Feldern angebaute muss für die ganze Familie reichen. Keiner weiß von ihren schlimmen Erlebnissen. Hier lebten ihre Kinder, ohne zu wissen, warum die Mutter sich nie meldete und kein Geld schickte. Denn des Geldes wegen hatte sie sie verlassen. Die Arbeitslosigkeit in Moldawien liegt inoffiziell bei 70%. Früher reisten noch die Russen zum Urlaub in das fruchtbare Land, bekannt für Wein und Obst. Heute kommt keiner mehr. Jeder 4. Moldawier lebt legal oder illegal im Ausland. Ihre Geldüberweisungen machen über die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Landflucht der Jüngeren ist groß, die Verelendung der Dörfer nicht mehr aufzuhalten. Sie verspricht, bald wiederzukommen. Die junge Frau will ein neues Leben mit ihren Kindern anfangen. Zurzeit lebt sie in einem Reha-Zentrum. Dort finden die heimgekehrten Prostituierten eine Zuflucht. Auch für Minderjährige soll in den nächsten Tagen eine Abteilung eröffnet werden. Filmen darf dort keiner. In der Hauptstadt Chișinău sind Aufklärungskampagnen für junge Leute gestartet worden. Die Moldawierinnen werden gewarnt, sich als Ware vermarkten zu lassen. Bis zu 80% der Prostituierten in den Bordellen Südosteuropas sollen aus diesem Land kommen, sagen einige Nichtregierungsorganisationen. Die Behörden hier dementieren diese Zahl, aber die Plakate warnen: Lass dich nicht verkaufen. Dieses Mädchen wurde in der Türkei aus einem 7-stöckigen Gebäude geworfen. Dieser Frau wurde so schwer auf den Kopf geschlagen, dass sie heute blind ist. Und diese hier wird höchstwahrscheinlich ihr Bein verlieren und sie ist erst 20 Jahre alt. Zigarettenabdrücke überall. Die Händler folterten sie. Das sind einige Fälle. Ich hoffe, dass wir das stoppen können. Die Stecknadeln bedecken das ganze Land. Jede einzelne bedeutet eine oder mehrere Frauen, die in Zwangsprostitution gelebt haben. Rot bedeutet mehr als 20 Opfer in einem Ort. Diese Mädchen kommen aus ganz armen Verhältnissen. Viele waren Gewalt und sexuellen Übergriffen ausgeliefert. Sie wollten ihr Leben ändern und ergriffen jede Chance. Und diese Chance kann so aussehen. Eingepfercht unter der Motorhaube wurde dieses moldawische Mädchen von der Polizei in Israel entdeckt.
Die Schlepper sind international gut organisiert. Sie sind mit Waffen und Sprengstoff ausgerüstet. Die Prostituierten bringen nach Schätzungen von Europol ihren Peinigern mehrere Milliarden Euro ein. Das Geld wird wieder in Geschäfte mit Drogen und Waffen gesteckt. Die chronisch schlecht bezahlte Polizei kann wenig tun. Das Problem des Frauenhandels begann erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Gangster holen die Mädchen direkt nach Rumänien und verschleppen sie. Bei jeder Grenzüberquerung werden sie teurer verkauft, je nach Schönheit. In dieser Bar trafen sich die Schlepper, Schmuggler und Zuhälter. Hier wurde für Serviermädchen im Ausland geworben. Die Sondereinheit der Polizei zur Bekämpfung des Menschenhandels ist erst seit kurzem aktiv. 27 Polizisten arbeiten für sie. Aber es fehlt an Autos und an Geld. Über 100 Frauenhändler sind verhaftet worden. Aber die meisten kommen wieder auf freien Fuß. Sie haben die bestbezahlten Rechtsanwälte. Die Korruption tut ihr Übriges. Die Polizisten haben kein leichtes Leben. Ihr Gehalt beträgt durchschnittlich 100 Euro im Monat. Und das ist auch für Moldawien nicht viel. Dieser Mann soll nicht nur mit Frauen gehandelt, sondern auch Jungen für homosexuelle Ausschweifungen vermittelt haben. Er bestreitet alles, will von nichts gewusst haben. Jugoslawen seien die Übeltäter und nicht er. Aber die Indizien sprechen gegen ihn. Seit Sommer 2001 ist der Menschenhandel in Moldawien gesetzlich verboten. Seitdem weht ein frischer Wind. Internationale Hilfsorganisationen geben Geld für die Rehabilitierung der früheren Prostituierten. Hier sollen sie eine Ausbildung bekommen, eine Zukunft, damit sie nicht wieder den Verlockungen von Geld und Glitzer im Ausland verfallen. Das Theaterspiel basiert auf den Horrorgeschichten von verschleppten Frauen. Über 20 Mal wurde es in den Dörfern Moldawiens gespielt, um die jungen Mädchen zu warnen. Die meisten der Frauen haben Albträume und denken an Selbstmord. Einige sind aggressiv, weil sie sich die Schuld an ihrer Misere zuschreiben. Sie vertrauen keinem mehr. Wie dieses Mädchen. Als Minderjährige fiel sie falschen Versprechungen zum Opfer. Vor 4 Jahren fuhr sie wie jetzt in einem Bus Richtung Rumänien und landete später in einer Bar in Kosovo. Die Schlepper sind Monster, sie schlugen uns. Alle hatten Waffen. Ich musste tun, was sie wollten. Ich möchte jetzt nur noch alles vergessen. Vergessen wollen alle, aber viele schaffen es nicht.